Fall. Fahren wir rückwärts, Hanna und ich? Ja. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir nehmen euch heute mit ins Legoland. Aber bevor wir euch mit ins Legoland nehmen, kommt eine Werbung für den Galuppi Unicorn Adventskalender von Craze. Es gibt insgesamt 36 Galuppis zum Sammeln. 18 Galuppis und 18 Galuppi-Unicorns. Aber nur die Galuppi-Unicorns haben ein Kristall, ein original Swarovski-Kristall im Krönchen. Denn bei den Galuppis sind es nur die speziellen Pferdchen. Auf der Rückseite vom Kalender gibt es ein abnehmbares Blatt, das ist speziell für die Eltern, damit die nämlich wissen, was da drin ist. Mama, kann ich jetzt endlich anfangen? Ja. Hier ist nämlich eins. Ich bin gespannt. Wow. Oh. Guck mal, das hat eine mega hübsche Krone. Und Glitzerflügelchen. Ich kann fliegen. Und es ist total samtig. Ganz weich. Ja. Kann galoppieren und fliegen. Jetzt ist die 3 dran. Warte. Das ist aber auch wieder ein Riesentürchen. Ja. Man muss sich beide Hände benutzen, weil es so riesig ist. Wow! Eine Badewanne. Und das ist auch ein Zettelchen. Und hinter jedem Türchen versteckt sich ein Zettel mit dem Tag. Und zusammen ergeben die eine Geschichte. What? Ich gehe erst mal baden. Ey, nimm mir mit. Okay, hüpf rein. Oh, es passt perfekt. Jetzt kommt das Nikolaustürchen. Noch ein Galuppi-Unicorn. Wow. Guck mal, wie hübsch das ist. Guck dir mal die tollen Haare an, die die haben, bitte. Ja, und die Flügel. Das mega. Sind Hallo. Hi. Wir haben uns schon mal ein bisschen hübsch gemacht und jetzt ist die 23 schon dran. 23? Soll ich dir helfen? Ja, du darfst. Das ist aber auch wieder so ein Riesentürchen. Wow! Oh, ein Schlitten! Ein Schlitten! Warte, wir haben noch eins. Ein Galuppi-Unicorn. Dann kann das eine sitzt in der Badewanne und das andere fährt schon mal mit dem Schlitten voraus. Und wieder ein Teil unserer Geschichte. Ja, jetzt fehlt nur noch... Und jetzt kommt Heiligabend. Und noch ein Galuppi-Unicorn! Wow. Und das ist das Ende von der Geschichte. Ja. Guck mal, die hat einen geflochtenen Zopf. Wir zeigen euch jetzt einmal alles aus der Nähe. Und wie ihr seht, habt ihr ein komplettes Spieleset in einem Kalender von Craze. Alles, was die Galuppi-Unicorns brauchen. Und ganz viele Accessoires. Schaut mal, der wunderschöne Kristall von Swarovski. Und jetzt gehen wir in den Freizeitpark. Yay! Und Halloween ist hier auch schon eingezogen mit einem Riesenkürbis. So, wir wollen jetzt hier ins Water Rafting rein und da ist ein Fahrstuhl. Da ist ein Fahrstuhl für die Dinger. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Es sei denn, ihr wart schon mal im Legoland oder woanders, wo es das gibt. Pass mal auf. Moment.
Wir gehen mal ein Stück vor. Da wird jetzt das nächste Boot dann gleich raufgehievt. Und dann wird das hochgehoben und dann geht's die Rutsche runter. Ja. Ja, jetzt kommt. Ja, jetzt fährt's hoch. Da. Wupp. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. OMG. Wir sind in der Raftingbahn. Ja. Wir drehen uns. Und da vor uns ist jetzt gerade der Fahrstuhl. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob wir nicht gleich schon mal runtergehen. Ja. Ja, irgendwie ist der Fahrstuhl ziemlich weit weg, ne? Von da, wo wir jetzt gerade sind. Ja, weil wir hinten. Guck mal da. Okay. Ja, das ist noch ein ziemlich weiter Weg. Das war sanft. Okay, das ging noch. Das ging noch. Ja, es sah schlimmer aus, als es ist. Ja, das ist ein Ding. Oh. Okay, wir sind auf dem. Fest, hold on, please. Bitte festhalten. Fest, hold on, please. Bitte festhalten. Fahren wir rückwärts, Hanna und ich? Ja. Wir stehen jetzt hier in der gruseligen Ritterburg. Schnucki, stell dich mal ran, ob du groß genug bist. Ja, ich würde sagen, Hanna darf mitfahren. Gerade so. Ja, ich weiß, es war ein Scherz, Schnucki. 120, da muss man noch mit, aber wenn man 100. Ja, du dürftest alleine fahren, aber wir wollen mit. Und was passiert mit dir, wenn du nicht artig bist? Gehe ich auf den Turm rauf. Oder? Oder wir hängen Hanna hier an die Wäscheleine. Hanna, bist du sicher, dass du dich nicht festhalten willst? Das geworden. Oh oh. Das Rot. Oh oh. Das Rot. Ich weiß. Wieder rein. Lang genug hat es gedauert. Da kommen sie, da sind sie. Da kommen die Mutigen. So, wir stärken uns jetzt erstmal hier mit Fish and Chips und mit Nuggets. Und wir haben irgendwie weder Servietten noch haben wir Besteck. Hm. Das heißt, es wird sogar der Fisch heute mit der Hand gegessen. Und der Rest in die Klamotten geschmiert, ich in die Hose am besten. Damit. Oh, sehr gut. OMG. Und? Festlich? Es hat mega viel Spaß da gemacht. Das stimmt. Ja. Und wir hatten eine Achterbahn, da sind wir sogar mit dem Fahrstuhl im Dunkeln runtergeknallt. Ja. Mit der Achterbahn. Und man konnte das vorher nicht sehen. Nee, weil da kam erst so ein kleiner Film, wo die ganzen Lego-Männchen was abgebaut haben. Hä? Dann, ja, wenn man nach vorne geguckt hat. Den habe ich nicht gesehen. Weil hinter uns ging ein Rollo runter und dann saßen wir plötzlich im Dunkeln. Ja, und dann sind wir so runter. Und dann ist plötzlich die ganze Achterbahn runtergeknallt und wir haben uns, also ich habe mir fast in die Hose gemacht vor lauter Schreck, weil ich das nicht erwartet habe. Also ich auch. Und wir wollten uns jetzt nur einmal von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Und hinter uns seht ihr den kleinen Flughafen von Billund. Ja. Wir wollten noch mal in den Supermarkt und gucken mal nach oben. Wir sind unechte Wolken, aber dafür sieht es mega wirklich aus. Ja, wir sind innen drin.
Also wir wollten zum Supermarkt und hier ist, guck mal, da kann man hüpfen. Und hier sind unechte Wolken. Ich nenne es mal Bungee Jumping. Nee, Bungee Jumping ist es nicht, Schnucki. Aber so ähnlich tatsächlich. Sieht ja cool aus. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.